Hallo, liebe Deutschlernende. Ja, der Wetterbericht für heute. Es ist bewölkt. Ja, es ist bewölkt. Ja, es sind viele Wolken am Himmel. Ja, es sind viele Wolken am Himmel. Und deswegen sagt man im Deutschen, es ist bewölkt. Ja, es ist bewölkt. Es ist interessant, wie in der deutschen Sprache durch einen kurzen Zusatz wie BE man einem Nomen, die Wolke, eine neue Bedeutung gibt und sie zu einem Adjektiv macht. Ja? Es ist bewölkt. Ja, heute möchte ich euch noch ein zweites Wort erklären, oder dieses Video ist eigentlich über dieses Wort Ohrwurm. Was ist ein Ohrwurm? Ja, ein Wurm ist ein kleines Tier, ja, ein kleines Tierchen, das im Boden lebt. Ja? Ein Wurm lebt im Boden und ein Regenwurm zum Beispiel kommt heraus, wenn es regnet. Ja? Ein Regenwurm würde ertrinken und damit es nicht ertrinkt, damit er nicht ertrinkt, ja, damit ein Regenwurm, der Regenwurm, nicht ertrinkt, kommt er aus dem Boden gekrochen, wenn es regnet. Ja? Das ist ein Regenwurm. Ja? Und ein Wurm ist der Oberbegriff, ja, und ein Ohrwurm, ja, das kann man sich ganz gut vorstellen, so ein Wurm, der im Ohr ist und sich bewegt, klingt eigentlich irgendwie eklig, aber gut, ne, und ein Ohrwurm ist, dieses Wort ist sehr bildlich ausgedrückt, und was es heißt, ist eigentlich nur, dass einem ein Lied immer wieder durch den Kopf geht. Ja? Ein Lied geht einem immer wieder durch den Kopf. Und ich habe zum Beispiel einen Ohrwurm. Ja? Ich denke die ganze Zeit an dieses italienische Lied. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Ja, ich denke die ganze Zeit an dieses Lied und es geht mir ständig durch den Kopf, wie ein Wurm. Ja, wie ein Wurm geht mir dieses Lied ständig durch den Kopf. Also habe ich einen Ohrwurm. Ja, und ich glaube, ich werde dieses Lied auch singen. Ja, doch, ich werde dieses Lied singen. Diesen Monat oder nächsten Monat, also wenn ich das nächste Mal ein Video von mir mache, in dem ich Italienisch spreche, dann habe ich mir überlegt, werde ich singen, und ich übe dieses Lied auch auf der Flöte. Ja, ich spiele die Flöte und dann werde ich wahrscheinlich dieses Lied auf der Flöte spielen und dieses Lied auch singen. Ja, ich mache nämlich jeden Monat ein Video, in dem ich Italienisch spreche. Ja? Und so sehe ich, wie mein Fortschritt verläuft. Ja? Ich kann dann mir diese Videos später anschauen und sehe, wie viel ich mich verbessert habe. Ja? Das ist auch noch so ein Ratschlag, dass du einfach Videos machst von dir, wie du Deutsch redest, ja. Nimm dir einfach irgendeine Kamera, es ist egal welche, leih dir eine, wenn du keine hast, oder nimm dein Handy und mach ein Video von dir, ein ganz kurzes Video, in dem du Deutsch sprichst, und das wird dir sehr viel helfen, ja, weil du dann auch einen höheren Anreiz hast, Deutsch zu lernen, ja, du hast einen Anreiz, ja, das heißt, ein Anreiz heißt, man, es ist etwas, was einen anspornt, ja, wenn ich einen Anreiz habe, dann möchte ich etwas mehr machen, ja, dann habe ich mehr Motivation,
Ein Anreiz ist etwas, das uns Motivation gibt. Und wenn du dir vornimmst, okay, ich mache jeden Monat ein Video, in dem ich Deutsch spreche, dann möchtest du auch jeden Tag lernen, weil du denkst, ah, ich möchte aber beim nächsten Video besser sein. Ja, so geht es mir. Ne? Ich denke mir, oh, ich mache immer Mitte des Monats ein Video, in dem ich Italienisch spreche. Und ich denke mir dann, wenn der Termin näher rückt, ja, dann denke ich oft, oh, jetzt, ich muss Italienisch lernen. Ja? Ich darf nicht vergessen, Italienisch zu lernen. Und vielleicht sollte ich ein bisschen mehr Italienisch lernen, damit mein Video noch besser wird. Ja, das ist ein guter Ansporn, das ist ein guter Anreiz. Ja, wir haben über ganz viele Themen in diesem Video geredet. Ich hoffe, du fandest es hilfreich, ich hoffe, du fandest es inspirierend. Und wie immer, bis morgen. Tschüss.